Zwei Seiten fern von Einigkeit. Hierzulande, wo die Handlung spielt. Durch fremden Angst zum Kampf bereit. Wo Wut und Hass die Hand befiehlt. Of that fatal feud yet growing, a virgin's love arises with, but fortune's wings forever blowing shall keep those lovers' dreams unfilled. Okay, leg nicht, ey. Behind us, mountains and oceans, light of devastated homes behind us that binds us. Yeah, yeah. So many. That's nothing. There are two more of these in town. We are the smallest. You live here all the time since Gillies? Yes. But how come? Why no apartment? Bijan, brother, we have to be patient. But Rahim? Complicated politics. There are too many refugees this year, and it takes long for processing. Sunnis and Shiites, fighting no matter what. People, I have to go. Ah, before I forget, we don't expect paradise, but we hope for the best. Right? Right. It's ridiculous. You're from Syria. I'm from Afghanistan. They know we're coming from a war zone. After all, they still expect us to live in barracks. Yes. For how long? Bijan, brother, you just arrived. You have to be thankful. And when are we going to get an appointment with the authorities? We're young, we came here for work. How long does it take to get this paperwork done? Another 9 months for me? Are you listening? I've waited all this time, ever hoping, humble, patient, to find that there I heard that still ahead of our thank you.
Ich sehe deine Taten hier vor mir. Doch wie könnte ich, weiß Gott, verwehren dir meine Liebe, meine Liebe, meine Liebe. Junge. Lass die Nummer, ich nimm das gleich. Scheiße. Danke. Eigentlich sollte ich derjenige sein, der Danke sagt. Brauchst du nicht. Ich sehe es anders. Deine Briefe. Die Fotos. Du hast die Familie zusammengehalten, während ich weg war. Ich weiß es zu schätzen. Ist schon okay. Jetzt wart doch mal. Das ist echt schwer, Alex. Ich... Aber ich bin noch nicht fertig. Ich weiß, dass du nie verstanden hast, was ich getan habe. 5 Jahre, Alex. Julka, manchmal muss man für seine Überzeugung... Familie im Stich lassen? Obwohl wir mit Oma alleine waren? Aber ich bin wieder da. Ich bin hier. Ja, jetzt bist du wieder da. Du bist sicher, dass ich dich nicht nach Hause begleiten soll. Ach, Unsinn, du junges Ding. Ich habe euch 3 alleine großgekriegt. Da werde ich mich doch alleine nach Hause kriegen. Ja, Oma. Dein Bruder ist wieder da. Jetzt wird gefeiert. Na, komm her, Oma. Schön, dass er wieder da ist, nicht? Hast recht. Hey! Hört mal alle zu! Sie haben die ganze Zeit über stramm gestanden und meinen Namen verteidigt. Sie sind der lebende Beweis dafür, dass Blut dicker ist als Wasser. Ich bin stolz auf euch. Lasst uns ein Lobeslied singen. Auf Julka, auf Theo, auf uns alle. Auf das wir immer zusammenhalten, selbst wenn Mauern uns trennen.
Junge, wer ist stolz und wer steht stramm? Junge, wer ist stolz und wer steht stramm? Das sind wir halten stets zusammen. Das sind wir halten stets zusammen. Wenn Fremde unsere Grenzen stürmen. Wenn Fremde unsere Grenzen stürmen. Wenn sie nur unsere Fäuste spüren. Wenn sie nur unsere Fäuste spüren. Geh da lieber nicht rein. What? Why? Feuer. Feuer dabei, aber keine Kippen. So eine also. Ich normalerweise doch Tabak. Doch. Nimm schon. Take one. Take you. Everything all right? Sorry. You sure? It's family problems. It's just... I'm just stupid. Fast. You know, somehow we all are stupid. I mean, people in general. For example, in my homeland, Syria. Maybe even right now, the people look at the same moon every night. What do you mean? The people are, how do you say it in German? Komisch? Komisch. Strange. Manchmal komisch. Komisch. They care about the relief, what color our skin is, which religion we have, what language we speak, but we forget the moon. We don't realize that we all look at the same moon. Maybe in a different perspective, but still the same. Every night.
So we are all the same. Yes. I think, at least here. Well, maybe we should all leave this place. Or at least I should. If that day comes, please promise me to take me with you. So, what's your story? No story. I'm just one in a million refugees from Syria. And now here, delivering flyers. You've come all the way to Germany to deliver flyers? Yes. For a welcome party. Refugees and friends. Tomorrow afternoon. Maybe you want to come? I wish, but, I don't think you want to deliver this year. Well, I just did. I'm Yulia. Rahim. Friends call me Yulka. Yulka. Yulia! Voll Scheiße, wer ist das? Are you sure? Yes, I am sure. Just go. Rahim, who's the beauty? This is Yulka. Hi. Thank you, bro. Oh, tomorrow. I'm out for today. Okay. We just met. Well, what can I say? She will be with us tonight. Tja, warum setzt ihr euch nicht? So, Yulka, are you to know each other? Well, he kind of saved my life today. Saved her, huh? This guy, he can't even save his own life. Die mich entführt, sag, aus welcher Fremde kommst du her? Eine Seele, die mich berührt, rar, so unverbraucht, so unversehrt. Keiner deiner Blicke scheint mir leer. It must be the moonlight shining. Oh,
a chance. Mashallah, such a glance like shining star. You're a gem. Mashallah, mashallah seems not too far. Fantasizing about the two of us while respecting my own roots above. To chance, it must be the moonlight shining. Morgen. Ist immer da? Sie wollte noch zu Mama und Papa. Und? Netten Abend gehabt? Theo, nerv bitte nicht so früh, okay? Nee, sag doch mal. Sprichst du einfach so beim netten jungen Kerl auf den Roller drauf? Und wenn schon? Und wenn schon. Unser gemeinsamer Bruder kommt nach Jahren aus dem Knast. Und du hast nichts Besseres zu tun, als dich mit dem Kanacken zu verpissen? Hast du schon vergessen, was Mama und Papa passiert ist? Das waren Junkies, Mann. Das hätten genauso gut Deutsche sein können. Das versucht war es aber nicht. Es waren Ausländer. Scheiß Ausländer. Genau wie der Kanacke, mit dem du gestern mitgegangen bist. Wann hört diese Nazi-Scheiße auf? Moi, Sie und Jesse! Papas Eltern waren Aussiedler. Wir sind keine Russen. Wir sind Deutsch. Und du beleidigst unsere Herkunft, unsere Familie. Läufst herum, erzählst den Leuten, mein Name ist Julka. Wahrscheinlich hast du das den Kanaken auch erzählt. Was für ein Scheiß. Unsere Herkunft ist alles, was wir haben. Hast du dabei schon mal an Oma gedacht? Denkst du wirklich, Oma hätte irgendein Problem damit? Was? Du sagst das so daher, als wär das nix. Echte Patriotenherzen leugnen ihre Herkunft nicht. Du bist nicht irgendeine Schlampe, sondern meine Schwester, für die ich im Leben schon viel ausgeteilt und eingesteckt hab. Was denkst du, wer du für ihn bist? Ein deutsches Weib, nicht häuslich, nein, nicht keusch, nicht rein. Der Ziegenficker will ins Feuchte rein, wonach du für ihn ohne jegliche Bedeutung bleibst. Und selbst wenn nicht, denkst du, eine Beziehung funktioniert? Dir ist schon klar, du müsstest für ihn zum Muslima konvertieren. Und was hält deine Familie dann von dir? Also was mich angeht, ich werde sowas niemals akzeptieren. Und ich bezweifle, dass es bei den meisten seiner Leute anders wäre. Und wie enttäuschend wäre das für Mutter oder Vater erst? Seh ich Gefahr für unser Blut, unsere Rasse? Glaub mir, Schwester, werd ich Blut fließen lassen. Ich schwör dir! Was in Afghanistan better? Think for a second. Was it better? The devastated home. You said it yourself. It is not our fault. Americans. The Americans. I can't hear it anymore. Politics.
You know what? When I look into the eyes of Julka, I realize there's still hope. All because of her? Yes? A random girl? So maybe you also prefer Western thinking now? You really believe she brings you luck? I don't know about that. What I do know is that I want to trade my past for a new start. And so should you. Listen to me. You'll end up cleaning a baby ass. She goes out, earn money for fucking makeup. For papers, it's okay. But love? What is wrong with you? She's not papers to me. This will be trouble. Deniyoruz mu yemek gibi? Yani. Bir Müslüman usulü yapmışlar. Benim daha çok hoşuma gitti. Evet, iyi organize olmuş. Fünf lange Jahre meines beschissenen Lebens. Fünf. Und ich sehe nur noch Molukken auf den Straßen. Freunde. All der Terror in den Nachrichten. Vergewaltigungen. Übergriffe. Potenzielle Schläfer, die in unser Land hineingelassen werden, ohne Kontrolle. Soll dies unser Erbe an unsere Kinder sein? Ich sage nein. Ich sage, wir müssen handeln. Was ist das? Das ist die Chance zu handeln. Für jeden hier im Raum. Wir sind das Volk. Bayou, bayou, ski, bayou, niela isya na kayou. Julka. Sieht er denn gut aus? Mensch, Oma. Ja, der ganze Stress muss sich doch lohnen. Dieser Rahim. Er kommt zwar aus einem ganz anderen Land, aber er hat zu Recht mit dem, was er sagt. Was sagt er denn? Er sagt, dass wir alle gleich sind. Weißt du, Kleines, das erinnert mich an Opa und mich, als wir uns damals nach dem Krieg kennengelernt haben. Er, ein Deutscher, ich, Russin. Damals in Odessa. Was meinst du, wie die Leute über uns geredet haben? Es ist schlimm. Aber wenn Hass im Spiel ist, dann passiert sowas wie jetzt bei deinen Brüdern. Nun ja. Was Liebe kann, das wagt sie auch. Das war schon immer so. Bitte, 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 ich habe euch nichts getan. Bitte.
Menschenrechte. Bitte. Bitte. Fern von Einigkeit, hierzulande, wo die Handlung spielt, durch fremden Angst zum Kampf bereit, wo Wut und Hass die Hand befiehlt. Oh, that the fatal feud yet growing, a virgin's love arised with, both fortune's wings forever blowing, shall keep those lovers' dreams unfilled. Nein!